Hallo und Sabadikati. Ja, heute habe ich mal ein Video. Ein bisschen früher aufgestanden. Auf dem Fischmarkt in Nagler. Und da will ich mal zeigen. Ich war ja schon hier, hat sich ein bisschen was verändert. Ja, und was hat sich verändert? Ja, es wurde neu gemacht. Ein extra Moped-Parkplatz. Muss man natürlich bezahlen, 10 Watt. Und hier hinter kann man sehen, die Palmen dazwischen. Es wurde ein großes Parkhaus gebaut, weil es war hier, waren ja die Autos, es war ja hier immer Chaos mit dem Parken. Ja, und hier hat man ein Park, ist angelegt. Ich werde euch erstmal zeigen, was es jetzt so gibt und einen kleinen Rundgang machen. Ja, hier liegen schon mal schöne Muscheln, Nordseemuscheln. Ja, lebende Oktopusse. Seeigel. Die sollen also von unten Fleisch haben. Austern. 3 Stück 100 Watt. Die kleineren sind mir lieber wie die großen. Schnecken. Krebse. Lebende 550 Watt pro Kilo. Der will er abbauen. Aber du kommst trotzdem irgendwann heute wahrscheinlich noch irgendwo auf den Teller. Ja, und hier gibt es also Shrimps. Ab. Ja, ganz große Muscheln. 4800 Watt für große Lobster leben. Die 4000 Watt. Ja, 4800 Watt lebende Lobster, King Lobster. 900. Die Preise sind sehr gestiegen. Ja, und hier sind Tote. Das ist ja unter 1500 Watt für den Toten. Wo ist die gleiche Größe? Da oben ist der 1500 tot. 3200 leben. 4800 richtige Journalist. Ja. Die Kondo Tamedai. ไม่เอาไม่อร่อยที่นี่ทำไม่อร่อยทำชีสทำเสียไม่ด้วยอร่อยได้หมดที่ร้านทำได้หมดเลยเอาสองวันผมไปทาบ้านเอาไปด้วยบานาคัน Okay, kommt dann. Ja, also. Mehr auch. Ame? Hä? Allein. Auto hat. Auch ob Urkunde. Ja, also man hat mir ein Angebot gemacht. 2800 Watt kosten sie. Und ausgezeichnet mit 2800 Watt, aber man wollte sie geben für 1800. Natürlich ein guter Preis, werde ich mir überlegen, wenn ich nach Hause gehe und nicht nach Bangkok, werde ich mir einen mitnehmen.
Den werde ich schön mit Käse machen. Als Lobster Thermidor mit Käse überbacken. Ja, riesen 40 Watt nur. Ostern. Ich habe gesagt, ich komme Dienstag wieder wegen der Lobster, aber sagte, das sind wohl die letzten, die sie hat. Weiß man jetzt ganz gern auch nicht, wie lange sie liegen. Ja, und hier haben sie alle Shrimps drin. Und die kommen dann von hier in der Auslage zum Verkaufen. Krebse wieder. Alles Leben. น้ำหนักเท่าไหร่ประมาณครึ่งโล60ครึ่งโลครึ่งโล60ครับเดี๋ยววิดาโอ้ครบจะมีไทยอ่ะเดี๋ยวไว้พี่260พี่น้องท่าน260 320Ja, alles lebend. In Deutschland weiß ich nicht, oder in Europa, was sowas kostet. Da muss man erst mal finden, wer sowas macht, spezial. Haben sie eine schöne Anlage gemacht. Da hinten ist das, da ist das Parkhaus. Mal eben kurz ansehen. Ja, da mit den Autos, das war hier ein Chaos. Ja, man darf hier nicht rauchen und nicht trinken. Also richtig schön gemacht. Also Pattaya verwendet sich, kommt auch so ein bisschen, das ist zwar Naglor, das ist ja früher nur ein Fischerdorf gewesen, ist aber auch sehr groß geworden. Ja, alles hier auch Video überwacht. Reklame und darunter die Videokameras, über hier überall.
Ja, Fitness. Ja, zurzeit haben wir Flut. Das ist schön, um diese Jahreszeit haben wir also den ganzen Tag über Flut und zum Abend hin Ebbe. Natürlich, wenn Ebbe ist und die Leute liegen am Strand, ist natürlich blöde. Also richtig schön gemacht hier. Legen die kleinen Fischerboote an. Und da ganz hinten, da, ein bisschen stillhalten, da liegen die Fischerboote von Nagler. Das ist der Steg. Ja, was ist das hier? Ja. Der Markt. Hier liegen auch ein paar Boote. Auch neu gemacht. Mit so kleinen Plastikpontons zusammen. Und da ganz hinten, diese weißen Dinger, mal gucken, ob ich es reinkriege. Noch ein bisschen größer. Da hängen Netze oder Drähte, wo die Muscheln dranhängen. Und die Austern, die wachsen da. Ist wie eine Muschel- und Austerfarm. Ja. Kleine Info zu Nagler und was hier so rum ist. Ja. Und wenn euch das gefällt, direkt vom Nagler, vom Hafen, vom Fischmarkt. Ja, und wenn euch meine Infos und Videos gefallen, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, es kostet nicht. Mehr Videos kommen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns wieder oder ihr mich im nächsten Video. Tschüss.